Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist das Reiter und wir sind in Folge Nummer 155 von Avorion. Ja, der Thomas Stehler hatte geschrieben, ich habe letztes Mal einen Fehler gemacht, habe natürlich die drei Waffen, die Automatik-Slots, gar nicht benutzt, habe das so wie immer gemacht, habe dann aber den mittleren Teil, den er erzählt hatte, vergessen. Da müssen wir gleich gucken, dass wir das richtig machen und ja, dann schauen wir nach dem Intro, wie das so klappt, ne? Ich entsinne mich, dass man so die Waffen an klicken konnte, das ging ja nicht mehr, aber ich habe jetzt die Idee gekriegt, wie es dann funktioniert. Ne? Dann würde ich sagen, bis gleich. So, dann sind wir jetzt hier drinne. Dann wollen wir mal gucken. Wir müssen auf I und müssen jetzt hier die Waffen ändern. Ne? So, was haben wir denn hier? Die Orange hat eine Reichweite von 7. Der Gelbe von 3,48 hat auch zwei Slots, wie wir hier sehen. Das ist nochmal ungefähr 7 und das hier ist nochmal 3. Und das hier ist 15. So, drei Slots wäre die Waffe automatisch 3, 4. Ich glaube aber, dass die Automatikwaffe besser die aus der Entfernung ist. Das bedeutet, wir machen da mal eine 2 raus. Also die Entfernung, die schießt automatisch, die am weitesten weg ist. Gut, dann machen wir hier mal eine 2 raus, genauso wie aus der, weil die ja die gleiche Entfernung hatten. Und das hier müssten wir jetzt mal die 4 rausmachen, weil das ist ja jetzt hier bergbaumäßig, ne? So, das bedeutet, wir haben die 2, oh, 1, 2, wieso ist das jetzt? Dann machen wir da 3 raus. Okay, die Automatikwaffe ist jetzt die 3 und da müssen wir rechtsklicken und da automatisch machen und wie wir jetzt sehen, funktioniert das mit der Automatik. Schaden ordentlich, ne? Feuerrate 0,66, Reichweite ordentlich. Das ist die dicke Wumme da oben, wie wir jetzt hier sehen, ne? Sehr schön. Rollen ist jetzt nicht so ganz so toll, aber naja. Gut, dann haben wir das. Hier war Crew, konnte ich irgendwie auch was wegnehmen, weil ich schon zu viele hatte, hatte der Thomas geschrieben. Wenn ich den jetzt rückwärts geil mache, werden die dann, gehen die dann verloren? Weiß ich jetzt gar nicht, aber naja. 5,5, ah, hier sind 11,5 von 3 benötigten oder so, kann das sein? Wow. Ist jetzt aber auch nicht so wild. Was wollte ich noch geguckt haben? Hier glaube gar nichts. Nee, ich wollte jetzt gesagt haben, dass wir einen Ausrüstungsstock noch suchen müssen. Hier war ja keins. Ach so, Ressourcendepot hatte der Thomas noch geschrieben. Darum ging's. Wenn ich da jetzt mit F reingehe. Und dann Ressourcen handeln sehe, sehe ich hier, dass die mit Xanion handeln, also muss es das hier geben. Schauen wir doch mal, oder? Da ist Eisen. Ich sehe jetzt aber keinen Xanion, oder? Das ist doch Eisen, ne? Ja. Ach, hier, so ein dicker, fetter Brocken. Das ist es. Und wenn ich mit meiner Waffe, die jetzt. Na, warte mal, was haben wir denn hier für eine Waffe? Trinium ist es nicht, das ist Eisen und das Naonit. Mein Naonit hätte ich Trinium abbauen können. Das heißt. Stopp mal. 1, 2, 3 und 4 bleibt an, ne? Zu weit. Okay. Dann fliegen wir ein bisschen näher. Okay, jetzt ist da auch noch einer vor. So, jetzt kann ich das abbauen zwar, oder? Aber ich nehme nichts davon ein. Okay, dann ist das schon mal geklärt. Da ist nichts abgesplittert, da ist nichts in meinen Frachtraum gekommen, oder? Ist was in den Frachtraum gekommen? Ich glaube nicht, ne? Nein, ist nicht. Gut, dann wissen wir das. Also, das funktioniert nicht. Gut, das würde bedeuten, wir brauchen definitiv ein, sag schon, Ausrüstungsdock, wo wir definitiv dann vielleicht was finden, wo wir Trinium haben, ein Trinium-Bergbaulaser, damit wir Xanion abbauen können. Oh, warte mal, jetzt können wir mal hier gerade noch gucken, aber hier wird wahrscheinlich auch nichts drin sein, weil da ja schon die sag schon Bergwerke so da sind, ne? Hier werde ich keins an selber einnehmen können. Ja,
Das sieht nicht danach aus. Er fliegt auf jeden Fall da in das Tor rein. Das ist schon mal gut. Und dann gucken wir weiter, wie es da hinter dem Tor aussieht, ne? Der fliegt da jetzt schön rein. Ich kann den nicht steuern, weil er dies hat. Ich habe gerade gedacht, vielleicht kann ich noch ein bisschen Gas geben, aber es geht nicht. Jetzt macht er das schon. Gut, ab ins Sprungtor und in den nächsten Sektor geguckt, ob wir da was finden, ne? Stationen zu entern ist schwierig. Sie sind schwer verteidigt durch eine große Menge Angriffstruppen. Sie nehmen außerdem, ja, genau. So, schauen wir hier mal rein. Was haben wir hier? Leider nichts, was wir brauchen, außer eine Waffenfabrik. Aber die sind ja hier sowieso zu uns neutral. Das heißt, die dürfen uns auch nichts verkaufen. Dann bringt das hier noch nichts. Das ist jetzt der nächste Punkt, wenn wir schon mal da sind. Dann können wir gleich in P reingucken. Und hier, mit denen sind wir eher schlecht als neutral. Die AO-Planeten, okay. Die Ubiquum. Ah, das ist jetzt alles nicht so dolle hier, ne? Ja, die galaktische Okuflan. So, und wo wären die? Das ist jetzt die Frage, ne? Sind das diese hier wahrscheinlich, oder? Nee. Okay, dann ist das mal jetzt hier nicht so die Sache. Mit denen sind wir neutral. Gibt es hier oben denn noch andere? Auch neutral, ist auch die gleiche Truppe. Jetzt ist die Frage. Mit denen sind wir neutral. Mit denen sind wir neutral. Also das heißt, wir müssen unsere Beziehung zu denen auf jeden Fall verbessern, ne? Ja, dann müssen wir mal schauen, kriegen wir das irgendwie hin. Hier jetzt nicht, weil kein Handelsdepot da ist. Ach so, wo springen wir hin, ist die Frage, ne? Ja, ich glaube mal hier, ne? Warte, stopp, das war so und dann so. Und dann, nee, da müssen wir erst einen Halt machen, ne? Er steuert schon, ja, er steuert und da ist das Tor, okay. Also, wir können beim Fliegen wieder gucken, ob wir hier vielleicht noch einen schicken Asteroiden sehen. Aber ich glaube, dem sieht nicht so aus. Ich erkenne auf jeden Fall keinen gerade auf die Schnelle. Der da? Ne. Okay, der ist es nicht. Wir sind auch gleich schon am Tor. Dann springen wir einen Sektor weiter, ne? Vielleicht ist im nächsten Sektor was. Müssen wir mal gucken. Hier oben ist doch ein Handelsposten. Ich dachte, hier wäre kein Handelsposten. Ach, das ist der Altmetallhändler wahrscheinlich, ne? Ne, Waffenfabrik Zulieferer. Die haben auch so einen Beutel, okay. Das wusste ich jetzt nicht, aber da liefern wir jetzt auch nichts zu. So. Er geht da durch und wir sind drinne. Nächster Sektor, neues Glück. Hoffen wir, dass da ein Ausrüstungsdock ist, aber im Prinzip, ja, müssen wir gucken. Die Beziehungen müssen wir erst verbessern. Ah, jetzt haben wir hier eine andere Fraktion, die Handelsposten Dika. Aber vielleicht geht ja hier was. Autopilot. Haben wir kein Handelssystem, ne? Haben wir denn eins hier zum Einbauen? Ach, Ausrüstungsdock war gefragt, aber Reparaturdock kann man da auch umbauen? Bin mir jetzt nicht sicher. Wo ist das Reparaturdock? Da. Fliegen wir mal in die Nähe, ob das auch geht mit umbauen oder ob das nur beim Ausrüstungsdock geht, das weiß ich jetzt gerade nicht. Interagieren. Und die haben sogar einen Auftrag, ne? Oh,
Okay. Wir fliegen näher und das bringt uns, glaube ich, nichts, weil sonst müsste da oben schon so ein Symbol kommen, oder? Ich glaube, das bringt nichts. Na, hier kann man einen Reparaturpunkt setzen. Abschleppdienst. Set kaufen. Hier können wir reparieren, aber wir sind nicht kaputt. Wir sind ja bis 10 dran, aber ich glaube, wir brauchen nicht näher rankommen. Ich glaube, die Entfernung würde schon ausreichen, dass der uns sagt, hier können wir was machen, aber können wir nichts machen. Gut, Aufgabe, die es gibt. F, schwarzes Brett. 29 Solarpanels wollen die haben. 1 Million ist die Belohnung. Das wäre bestimmt nicht schlecht, aber wo kriegst du die jetzt weg? Ressourcen, Handelsposten, Ressourcen, Reparaturdock. Was können wir denn? Hier können wir nichts einbauen. 2000 Rechenleistung zum Freischalten benötigt. K, 2K, 7,9. Das ist ja, die 2K sind es, ne? Hier, das ist das nächste. Ach, das ist auch hier ange mit dem Dingens, mit dem Band angezeigt, dass das der nächste ist. Ja, gut. Könnten jetzt hier was anbauen, um das vielleicht hinzukriegen. Aber was willst du da hinbauen? Noch ein bisschen Frachtraum vielleicht, oder? 13. Ja, das würde einiges an Frachtraum ergeben jetzt hier. Steuerung C, Steuerung V. Frachtraum. Ist das 950? Lass uns mal hier die Y-Achse anmachen. Gibt es auf beiden Seiten. Wäre okay. Und was gibt das dann uns bei der Ausbaustufe? Ist das jetzt 1,23? Ist das jetzt das mehr geworden, was ich gerade eben hatte, oder nicht? Lass mal gerade nochmal raufschmeißen und lass nochmal gucken. 1,39. Und ich muss also noch 0,61 haben, damit das klappt. Das würde ich sagen, kopieren wir da nochmal. Steuerung C, Steuerung V. Machen das nochmal so. Ist das die Rechenleistung, die wir brauchten? 1,69. Nee, nicht ganz. Können wir jetzt hier diese Platte noch kopieren? Für Panzerung? Titan war Panzerung gut, ne? Steuerung C, Steuerung V. Die kriege ich jetzt aber da irgendwie nicht so dran, ne, wie ich mir das vorstelle. Dann lass uns die mal gerade in der Höhe minimieren. In der Breite müssen wir wohl auch, ne? Dicken, das können wir mal so lassen. In der Breite machen wir es mal weniger jetzt. Nee, so wie ich es wollte, geht's nicht. Interessante Bauweise, ne?
Was sagt er jetzt? Shift-Taste gerade einmal. Diese ist schlecht. Okay, das hier ist schlecht, sagt er. Aber ist ja nicht schlimm, da können wir noch was reinbauen. Aber wir müssen mal gerade gucken nach I. 1,69, das hat also nichts gebracht. Jetzt müssen wir mal den Gyros Energiecontainer, Trägheitsdämpfer, Gerüst. Na, ist hier nicht bei. Ah, den gibt es auch an Dingens, okay. Ne, da wollen wir mal Steuerung C, Steuerung V. Dann aber noch mal in Blau den. Und dann machen wir das mal jetzt so kürzer und setzen den dahin. Das würde uns da helfen. Dann setzen wir den da, aber rotieren den noch mal nach da. Das gibt den zweiten Wert besser. Aber eigentlich sieht es jetzt schon gut aus, oder? Escape. Was sagt I? 1,72, das war jetzt nicht ganz so viel. Schutz haben wir ein bisschen mehr gekriegt, ja. Erzeugte Energie ist noch nicht so der prickelnde Punkt. Können wir da mal im Nanonit was machen? Generator. Können wir machen, oder? Warum? Das kann nur mit einem freundlichen Schiffswerft in Sektor gebaut werden. Ach Gott, so ein Shit aber auch. Frachtraum, Quartiere, Korrekturdüsen, Trägheitsdämpfer, den wäre vielleicht noch sinnig einzubauen. Auf dieser Seite vielleicht. Und das Ganze ein bisschen größer. Zack. Und wie sieht es jetzt bei I aus? Ah, nichts gebracht fast, ne? So, jetzt lass uns das mal machen, was der Thomas schon immer gesagt hat. Gewisse Dinge auswählen zum Verschmelzen, ne? Wie war das denn nochmal? Erstmal hier. Ne, Spiegelachse nehmen wir mal raus. Ansicht. Nee. Löschen will ich nicht. Hier will ich Blöcke auswählen. Und jetzt verschmelzen. Geht das wie? Irgendwo war das doch hier, oder? Ganzes Schiff anpassen. War hier nicht irgendwo verschmelzen? Ich weiß nicht, wenn ich die Steuerungstaste drücke, dann zeigt er mir das hier an, aber ich weiß nicht, was es heißt. Und ich weiß nicht, wo das Teil. Ah, hier, ausgewählte Verschmelzen. Aber tut das nicht. Schade, ne? Wäre auch schön gewesen, ne? Geht nicht. Zeiger und so machen.
Hat er jetzt was gemacht? 115 Blöcke zu 114 Blöcke verschmolzen. Okay. Ich hoffe, er hat jetzt nicht das gemacht, was ich nicht wollte. Wahrscheinlich hat er es doch gemacht. Das sind jetzt hier alles keine Einzelblöcke. Er hat alle Blöcke verschmolzen zu einem Schiff jetzt, glaube ich. Okay, dann ist das so. Aber hier hat sich nichts geändert in dem Wert. Schade, ne? Ja. Rückgängig. Okay, das war jetzt. Okay, das. Naja, das war der Schritt, den ich jetzt noch rückgängig machen konnte wohl. Okay, hat jetzt nichts gebracht. Wir müssen jetzt nochmal schauen, was können wir denn gebrauchen noch? Vielleicht den Nanonit. Ne, Trinium. Ne, Nanonit war schon richtig. Geschützturmbasis. Das geht. Shit-Generatoren gehen nur woanders. Super ergenige Stein. Fensterlose Hülle. Smarte Hülle. Triebwerke. Triebwerke nochmal dazu bauen. Warte mal, die Triebwerke sind ja hier sowieso noch nicht geswitcht, oder? Kamera drehen, auswählen, Block platzieren, Hotkey anzeigen, skalieren, rotieren. Irgendwo war doch das mit den Block umwandeln. Okay, okay. Und da unten war noch einer. Dann sind sie von Trinium, Titan zu Nanonit geworden, oder? Hat das was hier gebracht? Nein. Gut. Smarte Hülle. Also die Panzerung haben wir auch hier. Trinium-Panzerung würde auch noch funktionieren. Okay, aber das haben wir ja nicht so viel mehr. So, jetzt haben wir hier nochmal ein Panzerungsschild. Lass uns das nochmal so machen. Und ne, die Höhe war schon okay. Ich wollte dieses. Ah, D war's. Jetzt wollte ich das da mal noch so seitlich reinmachen, ne? Da habe ich natürlich jetzt nicht Spiegel gemacht, ne? Vielleicht passt es ja jetzt so. Könnte sogar sein, dass ich das richtig gesetzt habe, oder? Ja. Da dreht jetzt noch eine Drehachse nicht richtig, aber wir haben jetzt nichts gebracht. Schade, ne? Okay, das bedeutet, ja, so kannst du viel machen, aber bringt dir nichts. Frachtraum. Kannst du so machen, kannst du so machen. Aber so ist das Entscheidende. Und wenn ich den jetzt hier so hinbastel, hätte ich das Zeug. Nochmal I. Jetzt haben wir genug. Jetzt haben wir einen Slot frei. Jetzt können wir das Handelssystem einbauen. Krass, oder? Okay, ich sehe aber, dass die Folge schon relativ lang ist. Und Handelssystem. Bergbausystem. Haben wir hier ein Bergbausystem drin? Nö, doch da. Aber das ist nicht das Ideale, ne? Und das ist aber fest eingebaut, kann ich also nicht ausbauen. Handelssystem wollte ich einbauen? Ja, damit ich gucke, wo ich jetzt gerade dann was machen könnte, ne? Okay, da ist es. Machen wir mal gerade da rein. Und dann können wir hier mal gerade gucken noch. Wo wäre denn hier eine Handelsroute oder sowas?
Zeige gefunden, Handelsrouten. Hier gibt es keine. Okay. Mit dem Handel, das müssen wir uns in der nächsten Folge dann angucken. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.